Shalom und einen schönen guten Morgen wünscht euch euer Pastor Klaus heute zum Schabbat, den 22. September. Wie fühlst du dich? Fühlst du dich zufrieden? Fühlst du dich glücklich? Oder noch mehr? Fühlst du dich geborgen, gut aufgehoben, gut beschützt? Auf was vertraust du? Auf die Polizei, die man schnell rufen kann, die aber meistens dann kommt, wenn alles vorbei ist? Vertraust du dem großen Bruder? Vertraust du deiner eigenen Kraft? Was oder wem vertraust du? Dem Schlagstock? Dem Schlagring? Hier sagt Samuel im 2. Samuel 22, 3: Du bist mein Schutz und meine Zuflucht. Mein Heiland, der du mir hilfst vor Gewalt. Samuel wurde ja immer wieder von den beiden Söhnen des Priesters unterdrückt. Man wollte ihn immer als Putzlappen nach vorne schieben, der die Drecksarbeit machen sollte, weil er ja der Jüngste war. Ja, er wurde sogar täglich angegriffen, weil er darauf bestand, dem Gesetz Gottes zu folgen, dem Gesetz des Priesters zu folgen und nicht seinen eigenen Lüsten. Wir wissen ja, dass die beiden Söhne des Priesters ums Leben kamen, als sie vom Hocker fielen. Da sagt die Bibel, dass sie rückwärts vom Stuhl fielen und sich dabei das Genick brachen. Wir lesen nichts davon, dass sie jemand geschubst hat. Es war Gottes Wirken. Das nach hinten umkippen, das hinten umfallen ist Gericht Gottes. Und das muss uns bewusst sein. Und es gibt für uns nur zwei Möglichkeiten. Ich stehe unter dem Schutz des Allmächtigen oder unter dem Gericht des Allmächtigen. Wobei aber bei beiden die Stellungswechsel möglich ist. Ich kann aus der Gnade Gottes herausfallen, indem ich nicht mehr seinem Wort folge. Indem ich nicht mehr seinem Wort folge und damit gerichtsreif werde. Ich kann aber auch gerichtsreif sein und meinen bösen Weg verlassen, so haben wir es im Hesekiel gelesen, den bösen Weg verlassen und auf den guten gehen, und wir fallen aus den Gerichtshände Gottes heraus in die Hände der Gnade. Samuel war klar, Gott ist mein Schutz. Egal, was diese beiden Brüder da tun, egal, ob der Priester ihm glaubt oder den Söhnen glaubt, Gott ist mein Schutz. Er wusste, dass er von kleinst auf, ja schon vor seiner Geburt, dem allmächtigen Gott geweiht worden ist. Seine Mutter hat es ihm auch erzählt und ja, so vertraute er dem allmächtigen Gott. Du bist mein Schutz. Niemand anderem vertraue ich. Ich vertraue dem Priester da nicht. Ich vertraue den großen Brüdern nicht.
Ich vertraue Gott. Er ist mein Schutz und meine Zuflucht. Er verwendet ein Wort, was wir im Neuen Testament auch immer wieder in Bezug auf Jeshua hören. Mein Heiland. Das sollte uns eigentlich etwas wach werden lassen. Samuel nennt den Allmächtigen mein Heiland. Meint er damit Jahwe Adonai? Oder meint er da Jeshua vor der Menschwerdung? Er baute auf den einzig wahren Gott. Auf den einzig wahren Heiland. Und er weiß, dass dieser Gott ihn auch vor Gewalt schützen wird. Samuel hat einige schwere Wege gehabt, vor sich gehabt, wo er Gott dienen musste, das Wort verkündigen, was den einen oder anderen so nicht geschmeckt hat. Ob Samuel da Angst hatte oder nicht, das weiß ich nicht. Aber wenn er als Kind schon so spricht und bewahrst mich vor der Gewalt, so hat er wohl immer auf Gott vertraut, und ihm alle Ehre gegeben. Paulus sagt uns im Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 10, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Macht es so wie Samuel. Vertraut nicht auf eure Stärke. Vertraut nicht auf euer Wissen, euer Können. Paulus sagt hier ganz klar, seid stark in euch, in eurer Schulung, in eurem Judo, Karate oder was weiß ich. Nein, seid stark in dem Herrn. Seid stark in der Macht seiner Stärke. Das heißt, Gott lässt uns die Macht und die Kraft zukommen, die wir brauchen, um den Weg zu gehen, der dazu nötig ist, um den Himmel zu erreichen, der auch nötig ist, Gott allein die Ehre zu geben. Geh hin zu Gott. Herr, fülle mich. Herr, fülle du mich. Bitte nicht um Einzelheiten, bitte nicht um Kraft, bitte nicht um dies und jenes. Bitte einfach, Herr, fülle mich, weil in dem Moment alles da ist. Das heißt die Macht seiner Stärke. Ihn in uns leben und wirken lassen. Und wir werden staunen, mit welch einer Kraft Gott uns durch den Alltag bringt. Uns muss nur immer wieder bewusst sein, nicht ich bin's. Er ist die Kraft in mir. Lass ihn deinen Schutz sein. Lass ihn deine Zuflucht sein. Er wird dir helfen. Und dich nach Hause bringen. Amen.